Wir haben Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern ausgewählt, die sich mit Kindheit beschäftigen oder mit Themen, die für Kinder relevant sind, mit denen sie im Alltag zu tun haben. Pierre Bismuth hat einen Film über das Dschungelbuch gemacht, in dem er jedem Tier eine andere Sprache gegeben hat. Baloo spricht Hebräisch, Bagheera spricht Arabisch, die Schlange K spricht Italienisch. Auch ein wichtiger Beitrag, dass man auch Fehler oder Missverständnisse anders ausleben kann. Alex Beck ist eine Künstlerin, die mit ganz einfachen Mitteln so Fernsehshows macht. Und sie liest den Kindern aus dem Buch Der Ekel von Sartre vor und hinterfragt eben auch dieses zwangsweise Glücklichsein, das man von den Kindern eigentlich immer erwartet. Etwas Besonderes an der Ausstellung ist, dass wir nicht nur bildende Künstler, sondern auch einen Choreografen eingeladen haben. Und er hat uns ein Musée de la Danse eingerichtet, das kleine Museum des Tanzes. Und zwar hängen als mobile Holztäfelchen von der Decke. Und um den Text, der auf diesen Täfelchen geschrieben ist, lesen zu können, muss man sich tanzend durch den Raum bewegen. Und das ist noch ein Dschungelbild, und zwar von einem amerikanischen Künstler, Jeff Koons, hat den Hulk gemalt, eine riesengroße grüne Fratze, die brüllt. Die Kinder haben zu diesem Bild gesagt, Hulk kommt nicht klar in dieser fröhlichen Welt mit den Quietschenten und Äffchen, und er schreit, holt mich hier raus.